Die 97er-Karte von Leon Goretzka ist der Traum eines jeden FIFA-Spielers. Und Leon Goretzka im Real Life ist der Traum jeder Schwiegermutter. Ja, das ist richtig. Boom, der hübsche Leon mit seiner pinken Karte springt in die Startelf rein. 93 Tempo, 96 Schuss, 95 passen und dribbeln, 94 verteidigen und 97 Physis. Das sind nur 90 Plus-Stats, Freunde. Aber ihr seht auch, dass Leon aktuell noch einsam und allein im Team ist. Seine 10 Mitspieler, die werden wir ihm heute über Google Earth raussuchen. Zunächst aber müssen wir noch das Formationenglücksrad drehen, damit wir wissen, in welcher Formation der Leon heute zocken wird. Antwort, wow, 4-2-4. Okay, das ist ein wilder Hase, sehr, sehr offensiv, aber Goretzka hier im rechten zentralen Mittelfeld hat alles unter Kontrolle. Und hoffentlich hat Google Earth heute auch alles unter Kontrolle. Das ist halt der schöne Globus und von da bekommen wir die Mitspieler. Wir klicken hier oben nämlich einfach auf Gut Glück rauf und dann gucken wir mal, in welches Land wir hier reinspringen. Das ist der erste, ist der Doubtful Sound und das ist hier, oh mein Gott, in Neuseeland. Ja, knackig für den ersten Spieler, ne? Ja. Ho, Freunde, bei den Frauen gibt es da sogar eine 95er Aircheck für die Innenverteidigung. Aber war eine SBC, habe ich nicht. Ja, Freunde, und ich wollte gerade noch eine andere Special Card suchen, aber ihr seht, der Transfermarkt ist wieder verbuggt. Zum ersten Mal in diesem Video. Wir gucken, wie oft es noch passiert, EA. Ein paar Sekunden später. Nee, komm, EA, ihr wollt mich doch verkackeiern. Zweiter Versuch. Das gibt's nicht. Na gut, schließen wir das Spiel halt zum zweiten Mal. Bodenlos. Versuch Nummer 3 hat funktioniert. Wir sehen, Chris Wood ist die einzige Special Card aus Neuseeland. 45k. Ich muss ihn kaufen. Er ist sicher nicht der beste Stürmer der Welt, aber was willst du machen? Das Einzige, was geht, ist beim nächsten Google Earth Spin nicht so ein Grützeland zu drehen. Aber wir gehen dieses Mal rein in Tjenic, ist ein Stadtteil von Krakau. Wir sind in Polen angekommen. Und wenn ich Polen höre, denke ich auch immer an Podolski. Und die Karte hier. Ho! 99 Schuss kommt die ins Team. Wobei, Sekunde, das macht gar keinen Sinn. Er ist ja Deutscher, spielt nur in Polen und heißt Polendolski. Ich wollte einfach den Joke machen. Tut mir leid. Eigentlich gibt es nur zwei brauchbare Optionen. Entweder wir holen den 94er Szczesny oder den 95er Dudek, um den Torwart abzusichern. Oder natürlich den 95er Lewandowski. Robert Lewandowski? Ja, Thomas. Oder halt Lewandowski. 48k. Schnäppchen. Unser ehemaliger Mitspieler kommt zu Leon in die Mannschaft. Und auf gut Glück, vamos, here we go. Wo geht's als nächstes hin? Wir gehen rein in Kogyalem, autonomer Kreis der Tschanten und Mansen, Jukra in Russland. Aber das ist ja... wo ist denn das hier auf der kleinen Karte? Guckt euch das mal an. Das ist hier irgendwo im Nirgendwo. Hier drüben ist Europa. Oh mein Gott, ist das weit hier drüben. Ah, aber hier steht's auch, Freunde. Westsibirien. Und wenn wir uns die Fotos hier angucken, komplett vereist. Ja, so stelle ich mir das dort vor. Und wenn ich an Russland und FIFA denke, denke ich natürlich an die 92er Torwartlegende Lev Yashin. Aber der Kerl hat ja sogar eine 93er Innenverteidigerkarte noch am Start. Oder aber, Freunde, wir... Der Transfermarkt ist zum dritten Mal verpackt. Das ist unspielbar. So ein Dreck! Denn es gibt noch eine andere Option, Freunde. Alexander Golovin, der ist Mittelstürmer, kann aber auch am linken Flügel spielen. Boom, und ich habe mir den jetzt tatsächlich mal eingetütet, denn wenn ich mir die Stats angucke, ist das absolut Premium für den Flügelspieler. Und mal was anderes. Und bislang hat der liebe Leon mit den ersten 3 Transfers vor allem die Offensive aufgerüstet. Wir brauchen aber auch mal Verteidiger, gell? Ja. Gut, vielleicht ja im nächsten Land. Wir gehen jetzt direkt mal rein nach Europa. Komm, wo ist das hier? Das ist Inselbrücken, ist der Gebirgszug in Polen. Jawohl, zum zweiten Mal schon. Junge, wir sind hier komplett irgendwo in einem Wald drin. Insel Beskiden. Ist aber für mich keine schöne tropische Insel. Aber dann können wir uns jetzt den 95er Dudek holen. Oder auch nicht, denn der ist extinct. Und ganz ehrlich, der 88er Dudek hat zwar ein geiles Design, aber ist mir zu schwach. Oh je, und den Szczesny im Tor kann ich auch nicht nehmen. Der war eine SBC, Freunde. Tja, aber kein Problem, es gibt noch zwei Verteidiger. Einmal den 94er Jakub Kiwior und Przemlewiak Frankowski. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen richtig ausgesprochen. Weiß ich nicht, Digga. Auf jeden Fall wird er der Rechtsverteidiger meiner Wahl. Nach 4 Transfers hat das Topci Goretzka-Team ein 65er Rating und 7 Chemie. Da gibt es noch einiges zu holen und das wird noch wichtig werden. Denn am Ende des Videos geht es für Goretzka mit seinem Dreamteam noch in ein alles entscheidendes Spiel und dort geht es um alles. Denn sollte ich dieses Spiel verlieren, gibt es für jedes Gegentor Differenz, mit dem ich verliere, einen zufälligen Discard. Und Goretzka, der kostet schon mal über 500k, aber Freunde, da werden glaube ich noch andere Brüche hier reinkommen. Ich hoffe es auf jeden Fall, damit wir geile Spieler bekommen. Wir kriegen den nächsten, oh ja, okay, da wird man jetzt keinen bekommen. Public Gardens Nampally, das ist hier in Indien. Ich kann da mal anrufen, aber ich glaube, die werden mir auch keinen besseren Spieler vermitteln. Hallo, ja, Fabiano für Leon Goretzka am Apparillo. Bekommen einen guten Spieler aus Indien? Ach so, habt ihr nicht. Ja, schade. Ja, kann Ihnen niemand verübeln. Haben Sie vermutlich wirklich nicht.
Moment. Meine Augen erblicken einen 96er Sunil Chetri. Auf den habe ich komplett vergessen. Der kann linkes Mittelfeld und Stürmer spielen. Ha, auf der Position habe ich zwar schon wen, aber ich packe ihn jetzt erstmal auf den rechten Flügel rein. Mal gucken, was wird. Was wird? Und sollte man am rechten Flügel dann noch einen besseren Spieler bekommen, dann packe ich ihn einfach in den Sturm. Und den Kollegen Chris Wood, den packe ich auf die Ersatzbank. Denn was ihr noch nicht wisst, ich darf auch hier die Ersatzbank durchballern. Und wenn ich das jetzt so sehe, dann lasse ich das doch einfach direkt so. Und starte rein mit der nächsten Google Earth-Reise. Und endlich eine schöne Insula in Nordküste Siziliens. Wunderschöne Bueno Italiano. Alter Schwede, war das cringe, Fabi. Ja. Aber was bekommen wir in Italien? Cannavaro, Innenverteidiger, Maldini, Baresi, Marchisio, 94er ZM. Oh, und auch Chiesa, der kann, glaube ich, auch rechts spielen. Kann der rechts? Der kann auch rechter Flügel spielen. Boah, einen Califiori, einen Di Marco, nochmal Baresi. Hier, also, da findet man uns safer. Ich hätte auch irgendwo mies Bock auf Andrea Pirlo, den gemeinsam mit Goretzka im Mittelfeld zu sehen. Auch der nur 90-plus-Stats, außer die Physis. Aber Claudio Marchisio habe ich noch gar nicht gespielt, hat ein 94er-Rating. Der hat nur 90-plus-Stats. Und der weckt einfach Erinnerungen an früher. So, und mit ihm haben wir unsere Mittelfeldzentrale. Und können die Weltreise weitermachen. Come on, oh Gott, aber das wird jetzt ganz, ganz lost. Lebak ist eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Sultan Kudarat. Philippinen. Und da gibt's sogar Spielerfreunde, aber nicht so wirklich viele. Aber Gerrit Holtmann aus der Bundesliga oder Raphael Obermeier, zweite Bundesliga. Patrick Strauß, zweite Bundesliga. Das ist irgendwie wild. Und ich wollte mir den Torwart kaufen, aber Transfermarkt ist wieder eingefroren. Viertes Mal in dem Video, Freunde. Das muss man erstmal realisieren. So, jetzt aber Versuch Nummer 2. Ich packe ihn jetzt erstmal in die Startelf, aber er wird dort sowieso nicht bleiben. Dafür hoffentlich ein guter Spieler aus dem nächsten Land. Oh, come on, das, ihr wollt mich doch verkacken. Ein Kuku-Archipel. Wir sind schon wieder in den Philippinen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Aber by the way, wie geil sieht dieser Sonnenuntergang aus? Super. Und scheinbar lässt er mir keine Ruhe. Ich kaufe Darmstadt. Gerrit Holtmann. Der wandert aber direkt auf die Ersatzbank. So, come on. Und jetzt Daumen drücken. Bitte nicht wieder irgendwo Philippinen. Wo sind wir denn jetzt? In Gas. Pula, Kroatien. Ja, das ist ja eine Mini-Insel. Was ist denn das hier? Das ist ja so ein kleiner Babyfleck nur. Hä? Sind hier überhaupt Häuser drauf? Nee, das sieht nach einer Ruine aus. Aber auch irgendwie geile Fischform von der Insel. Seht ihr das hier? Die Flosse und da das, ich sehe das. Und Kroatien hätte natürlich mit Luka Modric auch einen 97er. Super Option, nur 90 plus fürs zentrale Mittelfeld. Da braucht man ihn aber nicht mehr. Suka Stürmer auch nicht. Gvardiol für die Innenverteidigung. Oder das kann auch Stanisic spielen. Oder, Freunde, nicht zu vergessen, hier unten Borna Sosa als Linksverteidiger. Man könnte sagen, er ist born to be Linksverteidiger, weil born und Borna sein Name, ne? Das ist ein lustiger Joke. Eigentlich nicht, aber ich habe mich für ihn entschieden. Ich will nicht mehr. Und jetzt will ich mal hier Deutschland, Frankreich, irgendwas Geiles sehen. Komm, nein. Birita, Shavara, Tempel, Belangapati, Nagar, Tanwal, Dandi, Tamil, Nadu, 613007, Indien. Das war nicht mal ansatzweise richtig, was ich gesagt habe, glaube ich. Aber das Problem ist, es gibt nur diesen einen guten Sunil Chetri und der Rest sind nur Bronze-Spieler in Indien. Ich entscheide mich für den mit den lustigsten Namen und Kotal ist da, glaube ich, ganz, ganz vorne dabei. Oh Gott. Darf jetzt sogar erstmal hinter Goretzka verteidigen, aber auch er wird dort nicht lang bleiben. Komm jetzt bitte endlich mal irgendwas. Jawohl, wir gehen wieder nach Europa zurück. Wir sind hier wieder schön in der Slowakei drinnen. Da, das ist an der polnischen Grenze scheinbar. Ja, etwas weit darüber noch, dann hätten wir hier vielleicht mal so Deutschland oder so. Okay, das ist doch sehr, sehr weit. Hallo, wo ist denn das? Also das ist hier, das ist, okay, ja, da müssen wir weit nach Deutschland, ne? Das ist doch ein gutes Stück. Aber dort gibt es wenigstens geile Spieler. Lobotka, der hat eine Team of the Tournament-Karte, aber ZM bringt uns nichts. Milan Skriniar als Innenverteidiger oder David Hanko wird es wohl werden. Und die Antwort ist einfach, weil er besser ist. Milan Skriniar. Boom. Rein da, Junge. Damit fehlt in der Startelf nur noch der rechte Flügel, aber wir haben ja auch noch 5 Positionen auf der Ersatzbank. Komm bitte, ich will jetzt endlich mal Deutschland oder Frankreich oder so sehen, aber es wird die Marie Entschlafenskirche. Einschlafen, ne, Entschlafenskirche, tatsächlich. Oh mein Gott, guckt euch das mal an, das nenne ich mal ein prunkvolles Gebäude, aber das liegt hier in der Ukraine. Und die haben ja, wie ich sehe, einige richtig gute Spieler, aber Viktor Tsigank auf rechtes Mittelfeld, aber der kostet 0 Münzen, der war wahrscheinlich eine Objectives-Karte, hab ich nicht. Da müssen wir weiter runter gucken. Shevchenko, die normale Icon, kann rechter Flügel spielen. Oder die normale Zygankov-Karte. Die geht auch noch. Und mit normal meine ich seine Thunderstruck-Karte. Ganz, ganz Schnäppchen. Moment, das war kein deutscher Satz. Ein ganz, ganz heftiges Schnäppchen.
Jetzt aber. Okay. Und für den ersten Ersatzspieler geht's für uns nach Dici, Serbien. Gegründet, Serbien. Ja, das ist kompakt, wenig Text. So mag ich's. Bester Spieler dort, natürlich Novak Djokovic. Aber das Problem ist, der spielt halt Tennis, ne? Halt, stopp! Fabi, du bist so lustig. Das ist wirklich fantastisch. Definitiv nein. Natürlich wird's die 94er Golazo-Icon, Vidic. Brecher meines Vertrauens in der Innenverteidigung. Jetzt haben wir eigentlich schon eine richtig geile Startelf beisammen. Einzig den Torwart, den müssen wir noch upgraden. Können wir auch machen im nächsten Land. Es geht der Fiume Salzo in Italia. Jawolle. Come on, das ist hier so eine kleine Insel. Schön. Und natürlich wird's von dort Gigi Donnarumma. Damit haben wir die komplette Startelf befüllt. 92er Rating, 27 Chemie, 3 Ersatzspieler noch. Die mache ich jetzt aber im Schnelldurchlauf. Bei den letzten 3 Google Earth Reisen ging es dann einmal nach Japan, dann direkt nochmal nach Italien und zum Abschluss in USA. Und die Spieler, die ich dort verpflichtet habe, waren der 88er Sugawara, der 86er Balotelli und natürlich der 95er Musa, der jetzt am rechten Flügel spielt. Puh, aber gegen das Team muss das Goretzka Dream Team jetzt bestehen. Das wird knifflig. Boah, der Leon ist das erste Mal an der Kugel, feuert direkt ab. Guter erster Schuss. Macht jetzt selber die Ecke, spielt den direkt raus. Musa nimmt den direkt Powershot. Oh mein Gott, wie schnell war denn der? Wir versuchen es direkt nochmal. Komm, direkt Powershop, Musa. Zack, na, da lässt er sich zu viel Zeit. Trotzdem, der ist wieder gut. Und einmal geht's noch. Komm, den Musa machen. Komm, Musa. Boom, boom, boom. Oh Mann, wir wollen ja einfach Musa jetzt aus der Distanz. Oh meine Güte, immer steht wer dazwischen. Aber was sind das für intensive erste Minuten? Musa jetzt, aber komm. Oh nein, 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 lass dir nicht so viel Zeit, Junge. Lewandowski, komm, mach das erste. Das gibt's nicht. Versuch's natürlich weiter, Freunde. Dieses Mal langer Ball auf Musa raus. Der fliegt sich den irgendwie auf. Nee, 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 komm. Skill, zack. Golovin, Abschluss. Gibt's nicht. Ball nach der Ecke wieder raus auf Cetri. Der macht 2-3 Skills und dann hängt er den oben in den Knick. Mach es jetzt endlich mal. Das habe ich noch nie erlebt, Freunde. Musa, komm jetzt. Der hat ganz viel Platz. Komm. Unfassbar. Ja, und nach 13 Minuten, Freunde, der Gegner zum ersten Mal in meiner Hälfte. Aber der geht direkt durch. Nee, komm. Boah, Gott sei Dank verballert er den. Nun, Cetri, jetzt ist er durch. Spielt den Ball rüber auf Lewandowski. Oh, der hätte den Scorpion Kick angesetzt. Lewandowski, guter Ball durch auf Leon Goretzka. Lass dir den nicht nehmen, Junge. Ja, come on, 1-0, endlich. Frankowski, der Pole ist auf rechts entwischt. Den macht er da hier. Oh mein Gott, was ist denn das? Lewandowski, jetzt guter Ball auf Cetri. Macht den mit dem Volley. Oh, der muss rein. Will das zweite Tor machen. Cetri geht da gut vorbei mit dem Skill. Jetzt belohn dich. Oh Mann, Schmeichel, er hat alles. Lewandowski gut auf Goretzka. Ja. Der mit dem schönen Skilltor. Das hat er richtig frech gemacht. So mit einem Hopserchen und dann mit links den drüber geschupft. Ganz frech. Und was ist jetzt passiert, Freunde? Die Verbindung wurde unterbrochen. Lul, mein Gegner scheint einfach rausgegangen zu sein. Okay. Kann ich natürlich verstehen. Er hatte keine Chance gegen Goretzka. 9,7er Bewertung. Beide Tore geschossen. Natürlich, Man of the Match. Sau coole Karte, die er da hat. Und wenn dir das Video mit dem 97er Goretzka gefallen hat, wird dir auch das Video mit der wilden Karte hier gefallen. Also hier klicken und wir sehen uns gleich dort wieder.